Der Joachim stellt sein Manifest vor. Ich übergebe, beziehungsweise Claudia und ich übergeben an Sandra und Martin. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Die Tool-Diskussion hat soeben eine neue Stufe der Evolution erklommen. Ist das schon mit aufgenommen ins Manifest? Oder? Ich muss gestehen, liebe Piratenmenschen, ich stehe hier mit einer gewissen Nervosität, mit Demut und auch ein bisschen mit Schuldbewusstsein vor dem höchsten Gremium der Partei. Ich habe es getan, was viele bislang abgelehnt haben, was immer wieder kontrovers diskutiert wurde. Ich habe sowas wie ein netzpolitisches Manifest, genau genommen einen Vorschlag dafür, den ich mit euch bis zum nächsten Bundesparteitag diskutieren, erweitern, Copy, Remix, Share und so weiter bearbeiten will, vorgelegt. Ich möchte gerade kurz darauf eingehen. Es gab mehrere Gründe dafür, warum ich das getan habe. Einer war, dass vor, glaube ich, 2,5 Jahren einer von uns, der jetzt nicht mehr bei uns ist, von einer Zeitredakteurin gefragt wurde, wofür stehen eigentlich die Piraten und warum haben die Piraten kein Manifest? Und er hat geantwortet, das musst du selbst schreiben. Das kann man machen. Aber es ist dann halt doof, wenn da nichts kommt. Der zweite Grund, ich bin als Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, ich war ja bis August in der Ehre, dieses Amt innehaben zu dürfen, in mehreren WDR-Interviews mit Aussagen genervt wie, ja okay, wenn wir mal, da gibt es so ein schönes Format, 1:1 heißt das, wo sich ein Journalist mit einem Landespolitiker so 25 Minuten unterhält. Und dann kam dann von dem Journalisten sowas wie, ja okay, hier seid ihr ein bisschen grün, was die Braunkohle angeht, da seid ihr ein bisschen links, was das Soziale angeht, dort liberal, was die Bürgerrechte angeht und was das Grundgesetz angeht, seid ihr wertkonservativ. Das gibt's doch alles schon, ihr seid nur eine Mixtur, ihr seid nichts Eigenes. Und das hat mich echt genervt. Und der dritte Grund dafür, dass ich mich entschlossen habe, sowas zu entwerfen, liegt in einer ganz anderen Tatsache. Beim letzten SPD-Parteitag hat der Bundesvorstand der SPD, wir kennen das ja auch von uns, einen Leitantrag vorgelegt mit dem Titel Digitales Leben mit 15 Seiten. Der ist komplett neoliberal durchdekliniert. Die Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft hat ein Kollektiv von 10 Wissenschaftlern dazu veranlasst, ein Digitalmanifest zu veröffentlichen. Und ich sehe darin auch ein bisschen einen Angriff auf unsere Kernsphäre. Man versucht uns natürlich aus dem Fahrersitz zu drängen. Aber wir sind diejenigen als Partei, die das erste Mal von der technologischen Veränderung aus versuchen, Politik zu machen. Das hat es vorher historisch nicht gegeben. Und dieses Moment sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir können natürlich auf der anderen Seite auch weiter Google, Apple, Amazon, Microsoft und Facebook ungehindert im Internet Monopoly spielen lassen. Das kann nicht der Sinn sein. Und wenn wir ein netzpolitisches Manifest verabschieden wollen, beim nächsten Bundesparteitag vielleicht, dann müssen wir das weiter fassen, als wir das bisher getan haben. Der Leitantrag von heute Morgen tut mir leid. Ich liebe unseren Bundesvorstand. Er hat Ruhe in die Partei gebracht. Aber da können wir uns auch genauso gut im Bällebad treffen und mit Wattebäuschen werfen. Der konkrete Auslöser, warum ich das gemacht habe, war, ich war letztes Jahr auf der Republika. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen werde. Ich habe dort aber einen sehr interessanten Vortrag von dem kanadischen Science-Fiction-Autoren Cory Doctorow gehört mit dem Titel Die NSA ist nicht die Stasi. Und er hat im Rahmen seines Vortrags einen Satz gesagt, den müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen und den habe ich meinem Manifestvorschlag vorangestellt. Verschlüsselung ist nicht der wirkliche Kampf. Alles das Zeugs, von dem ich euch heute erzählt habe, all die Werkzeuge, von denen ich möchte, dass ihr sie benutzt, um eure Privatsphäre zu schützen. Nein, das ist nicht der wirkliche Kampf. Nicht überwacht werden ist nicht der wirkliche Kampf. Die existenziellen Herausforderungen für die menschliche Rasse, das sind Dinge wie der Klimawandel, die Flüchtlingskrise, die wachsende Ungleichheit zwischen den Armen und den Reichen, die wachsenden Ungleichheiten basierend auf Geschlecht, rassischer oder ethnischer Identität. Das sind wirkliche Probleme. Aber
Wir werden jeden dieser Kämpfe im Internet gewinnen oder verlieren. Und wir werden sie nur gewinnen, wenn wir ein faires, freies und offenes Internet haben. Ich denke, ich habe dann mal die individuelle Frechheit besessen, daraus abzuleiten, dass er ja damit provoziert, dass er die Netzgemeinde damit provoziert, dass er sagt, der Kampf um Breitbandausbau gegen Überwachung und so weiter ist nicht alles, sondern wir müssen das Ganze in einem größeren Kontext sehen. Und das hat mich dazu bewogen, einen Manifestvorschlag zu machen. Geht in die, wenn ihr den lesen wollt, es sind 30 Seiten mit 95 Fußnoten. Ich weiß, ich bin da etwas... Es müssen auf der einen Seite, ja, ich bin Wissenschaftler, ja, es müssen auf der einen Seite natürlich Sätze sein wie Hammerschläge, auf der anderen Seite darf auch ein bisschen argumentiert werden, im Gegensatz zum kommunistischen Manifest. Dort wird nicht argumentiert. Ja, das mal vorneweg und ich habe mich halt entschlossen dazu, was zu machen und ich möchte euch mal eben die Einleitung zum Besten geben. Ich fange an mit, ein Gespenst geht um in der Welt. Die Hoffnung auf eine freie, durch Teilhabe bestimmte, egalitäre, ressourcenschonende, nachhaltige Weltgesellschaft mit sicherer wirtschaftlicher Existenz und mit freiem Zugang zu kulturellen und Bildungsressourcen, mit freien Entfaltungsmöglichkeiten für jeden Menschen. Seit Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hat diese alte Hoffnung durch die rasante Entwicklung des weltumspannenden elektromagnetischen Feldes namens Internet als technisch dezentral konzipiertes Medien- und Kommunikationssystem neue Kraft gewonnen. Alle alten Mächte der auf dem Energie- und Rohstoffregime basierenden globalisierten Industriegesellschaft haben sich, so kann es scheinen, zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, die um ihre Exportüberschüsse und teilweise sogar um ihre nationalstaatliche Verfasstheit bangenden Industrienationen, die auf Bedrohungen mit massiver Überwachung und Gängelung ihrer freien Bürger reagieren, neoliberale Denktanks und Kollektive, die auf zunehmende Ungleichheit der Kapitalverteilung und der Produktionsvermögen sowie auf das Brot- und Spieleprinzip und die Verteilung von Almosen durch die vermögenden Hände auf steuerbefreites Stiften statt gerechtes Verteilen der Produktivitätsgewinne setzen, Monopole anstrebende global agierende Unternehmen und Investoren. Des Weiteren Blut- und Bodengläubige, die das Fremde zum Zweck des Gewinnens politischer Mehrheiten als angstmachendes instrumentalisieren, religiös, ethnisch oder ideologisch motivierte Fundamentalisten und Fanatiker, die die Welt in die dunkle Variante des Mittelalters zurückmorden, die das Zusammenleben der Menschen unter jeweils ein einziges herrschendes Prinzip subsumiert sehen wollen. Das sind unsere Gegner. Und ich stelle hier an diesem Parteitag den Antrag, dass wir ab sofort mit der Abkürzung AfD folgendermaßen umgehen. AfD ist die Abkürzung für Angst für Deutschland. Ich mache dann weiter mit einer Bestandsaufnahme. Da habe ich mich ein bisschen bedient bei einem Soziologen. Und dann gibt es einen Absatz 3, der nennt sich Zukunftdenken. Wer dazu was hören möchte, ich habe letzten Sonntag auf der Peira eine Matinee gehabt in Berlin, im Cum Laude. Und das war eine ganz spannende Geschichte zusammen mit unserem Martin Hase, der auch im CCC aktiv ist. Das war sehr erquicklich. Da rede ich auch ein bisschen länger, als ich hier reden kann. Es gibt den Absatz 3, Zukunftdenken. Der gliedert sich in die Abschnitte erstens die Informationsgesellschaft, zweitens das Ich, das Wir, das Netz und die Technik, drittens Netze, zentral, dezentral, die Strukturfrage ist eine politische Frage. Viertens, Arbeit, Tätigkeit und Teilhabe. Fünftens, Wirtschaft und Finanzen. Sechstens, Bildung. Siebtens, Nachhaltigkeit, Umwelt, Energie und Rohstoffe. Achtens, Massenmedien, Presse und Internet in Gesellschaft und Kapitalismus. Und dann gibt's noch einen Abschnitt 4. Die Ideologien und Ideologeme des Industriezeitalters, eine netzpolitische Kritik. Das heißt, das, was wir eigentlich tun, wir sind diejenigen, die von der Informationsgesellschaft, vom Informationszeitalter aus denken und die Ideologien, mit denen wir es zu tun haben, sei es die Messdiener des Neoliberalismus in der FDP, sei es die Mätresse des Neoliberalismus als SPD, sei es die Wertkonservativen als CDU oder die Linken, ja?
All diejenigen haben Überzeugungen, die auf dem Industrieregime basieren und nicht auf dem Informationsregime. Und das gilt es deutlich zu stellen. Wir sind die Pacemaker, was die Informationsgesellschaft angeht. Und ich schließe mit dem Satz, in dem Manifest Vorschlag wohlgemerkt. Ich möchte dazu einen Mumble machen. Ich möchte euch einladen, da mitzuarbeiten. Ich möchte, dass ihr das gegenlest, vor allen Dingen die 8 Punkte, die ich gerade genannt habe. Stimmen Sie mit dem Programm überein? Gibt es Widersprüche? Ich habe mich hart an dem alten Programm orientiert, was Forderungen, netzpolitische Forderungen angeht. Ich bin der Überzeugung, Netzpolitik muss nach dem Primat der Praxis als Kriterium offener Erfahrung agieren. Gegen Theorielastigkeit und mit Theoriekritik. Wir haben ja genug davon. Und was für mich ganz, ganz wesentlich ist, Netzpolitik ist aus Prinzip antifundamentalistisch. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und ich habe meinen Manifestvorschlag mit dem Satz geschlossen, Basisdemokraten und Hacker aller Länder, verteilt und vervielfältigt euch. Hack the system! Ich lade euch ein zur Diskussion. Ich bin jetzt ein bisschen emotionalisiert und gerade eben auch durch die, ich sag mal, erweiterte Evolutionsstufe der Tool-Diskussion. Ich habe da die ganze Zeit gesessen, ein Bierchen getrunken, um meine Aufregung zu kühlen und musste dringend weg. Mal wohin, ist auch klar. Ich bitte euch, geht human mit mir um. Ich gehe auch human mit jedem um. Aber lasst uns bitte weiter, was die Informationsgesellschaft, das Informationszeitalter angeht, der Pacemaker bleiben. Lasst uns nicht aus dem Fahrersitz verdrängen lassen. Das versuchen die anderen nämlich die ganze Zeit. Und dann müssen wir größer und weiter denken als kleinteilig. Ich habe manchmal so das Problem mit dir, ja, in diesen parteipolitischen Anträgen, ich finde da viel Wichtiges und so, aber das ist irgendwie, als wenn jemand mit einem Metallbaukasten an den Schrauben rumfummelt. Lasst uns bitte das Große und Ganze sehen, Leute. Ja, das ist mir ein inneres Anliegen. Ich habe politisch keine Alternative als diese Partei. Vielen Dank.